Hi und willkommen. Wir sind wieder zurück hier bei der Admiral Sportshow. Folge 46 bereits. Das geht dahin, die ganze Sache hier bei Da geht's uns in der dahin. Admiral Sportshow. Kathi, du bist wieder zurück. Ja, ich Du warst komme ja frisch vom gefühlt Strand. 2 Monate Ja. fernab Ja, ich habe mir gedacht, ich fliege jetzt wieder des mal europäischen hierher, Kontinents. extra für die Show, damit ich heute wieder dabei sein kann. Aber ich muss sagen, ich habe sogar vom Urlaub verfolgt, die Show. Die Show. Ja, die Admiral Sportshow habe ich eingeschaltet. Und ich habe gesehen, wo du überall unterwegs warst auf Ja. Instagram. Da waren schon einige Orte mit dabei. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wieder hier zu sein und vor allem, dass schon so viele mit dabei sind im Chat. Christian zum Beispiel, Annika, René, Matze, Dani schreibt, guten Abend, Benny, Kathi und die liebe Regie. An der Stelle grüßen wir natürlich auch, die heute auch für euch da sein wird. Und wir haben wirklich einiges geplant. So ist es. Abgesehen vom Senf der Woche haben wir noch viele weitere spannende Themen. Natürlich Fokus auf die Admiral Bundesliga. Dementsprechend auch ein sehr, sehr interessanter Stargast, der uns heute hier besuchen wird. In ein paar Minuten wird er Platz nehmen, nämlich der Sportdirektor des FK Austria Wien, Manuel Ortlechner. Gibt einiges zu besprechen, das werden wir dann in Kürze machen. Davor noch der Hinweis, abstimmen sehr gerne noch für den Senf der Woche. Kathi, da haben wir heute 3 Themen wieder zur Genau, Auswahl. wir haben 3 Themen vorbereitet. Entweder die Nächte in der Königsklasse, alles rund um die Champions League. Zweitens, was tun wir mit Manchester United? Da ist ja gerade so ein bisschen was los gewesen bei denen. Und das dritte wäre der Formel-1-Auftakt und seine Folgen. Gerne abstimmen und über das quatschen wir dann in Kürze. Und es gibt auch heute ein Gewinnspiel. Sagen wir, verraten wir es noch nicht, oder? Was zu gewinnen gibt. Ganz Machen wir es aufmerksame spannend. User haben es vielleicht schon Ein mitbekommen. paar wissen es Gibt vielleicht es ja schon. auf Facebook und Instagram auch zu lesen. Herzlichen tun wir es noch nicht. Genau, Das, das bringt dann den unser Gast Hauptgewinn mit. sozusagen und 50 Euro Admiral-Wettguthaben gibt es auf jeden Fall noch dazu. Das können wir schon verraten an dieser Stelle. Ebenso wie natürlich auch die Genau, Gewinnspielfrage. magst du verraten, wie man Darfst du mit. machen. Ich Okay, glaube, wir haben also. gerade einen Twitch-Follower übrigens dazu gewonnen. Wo steht das? Ich glaube, das Weil dann war können da. wir ihn Stimmt grüßen. das, liebe Regie, oder? Stimmt's nicht? Auf jeden Fall. Nein, stimmt nicht. Okay, Okay, aber falls schade. du über Twitch zuschaust, ja, dann ist es jetzt deine Chance. Gerne folgen bei Twitch und auch hier auf YouTube die Glocke aktivieren und alles drum und dran. Genau, wie kann man gewinnen? Das Ding ist, je mehr ihr Fragen stellt an unseren Gast, je mehr ihr kommentiert, umso größer die Chance zu gewinnen. Und wir schauen natürlich ganz genau hin, wer fällt da besonders auf im Chat, welchen Namen lesen wir besonders oft und der oder die hat dann die Chance auf den Hauptgewinn. So ist es, auf den großen Gewinn heute. Ihr wisst es ja, jeden Donnerstag super Gewinne bei uns und auch, Kathi hat schon angesprochen, eine super Community. Hashtag einfach Leihwand, können wir auch schauen, natürlich, was sich da schon so tut im Chat. Philipp schreibt zum Beispiel, er ist zwar Rapidler, würde dennoch gerne mitspielen, ist natürlich auch für alle Mannschaften offen. Deswegen habe ich ja heute Rapid ein bisschen zu vertreten hier, meine Ich Mannschaft wollte auch gerade sagen, grün das könnte man als angezogen. Provokation verstehen, aber das werden wir Es später ist dann das Wiener noch klären. Derby hier in der Admiral Sportshow. Wird so sein. Mal sehen, wer es für sich entscheidet am Ende. Was Dani gibt's sonst schreibt, noch? willkommen zurück, Kathi, vielen Dank. Ich freue mich natürlich wieder hier mit dabei zu sein. Schönen Abend an alle, schreibt der Christian. Also alle wieder top motiviert. Dani schreibt auch heute mit Leimann. Und ich würde sagen, das wird's heute. So ist es. Auch auf Twitch. P3G1. Ein Kommentar. Mit Herzens einem Hallo? spannenden Emoji. Und Hola. Patrick schreibt, Er los schreibt auf geht's. Spanisch, weil ich wahrscheinlich in Spanien war. Oh, hast du was gelernt auch? Ja, sí, porque Wow. no, un poquito español. Aber mehr kann ich hier nicht. Aber Shampoo hat Marco Arnautovic dazu mal gesagt. Und ich hätte gesagt, wir schauen jetzt, wer gewonnen hat bei unserer Umfrage, bei Kathi. unserem Senf der Woche und zwar Da ist mit das Ding. 40% die Champions League. Da werden wir jetzt ganz genau hinschauen zum Senf der Woche. Das machen wir. Und zwar jetzt die Königsklasse im Einsatz gewesen, gestern und auch vorgestern. Viele spannende Spiele, viel Attraktivität. Kathi, wie hast du die Spiele verfolgt? Und vor allem, welches Spiel hat dich da am meisten mitgenommen auch? Also ich würde sagen, auf jeden Fall dieser umstrittene Elfer bei Chelsea versus BVB. Schreibt mal gerne, was eure Meinung dazu ist. Na, das Ganze war ja so, dass Kai Havertz den Elfer bekommt, trifft dann die Stange, plötzlich Wiederholung. Und dann trifft er. Also umstritten natürlich von seitens BVB. Was sagst du, wäre das? Also, dass das Handspiel, das haben alle bestätigt, war ein Handspiel, Genau, auch wenn aber die man jetzt Wiederholung an diskutieren sich kann, meine ob ich. das im Sinne des Fußballs ist oder nicht. Der Elfmeter, die Wiederholung war insofern zweifelhaft, weil es auch im Regelbuch so steht, dass es nur wiederholt werden sollte, wenn der Angreifer beim Abschluss gehindert wird. Und in dem Fall ist ja der Verteidiger des BVB zum Ball gegangen. Dahinter war aber nur Havertz und der hat den Elfer geschossen, Ball ging an die Stange. Dementsprechend hat auch Manuel Gräfe, glaube ich, der deutsche Schiedsrichter auf Twitter
verkündet, dass man den nicht hätte wiederholen lassen sollen. Tja. Colinas Erben, du weißt, da schaue ich auch immer ganz genau hin, waren auch dieser Meinung, zeigt ganz einfach, dass es trotz WAR Diskussionen gibt. Andererseits ja auch gut so. Ja, und jetzt kann aber man es war nur sagen, jemand zu früh drin und das ist auch ganz klar. BVB dennoch jetzt rausgekickt worden von Chelsea. Ja, die sind da einfach mal jetzt nicht mehr mit dabei. Aber ich schaue mal kurz im Chat, was sagt ihr dazu? Hättet ihr diese Wiederholung gegeben, ja oder nein? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Schauen wir mal, was der Chat schreibt. Julian meint, Fragen Chelsea da. Verdient, aber schade, dass es so geendet ist. Ja, für BVB ist natürlich sehr aber, schade. Aber wie Julian auch schreibt, es war auf jeden Fall verdient, dass Chelsea aufgestiegen ist. Da braucht man am Ende nicht viel zu diskutieren darüber. Ebenso wenig auch wie über das Aufsteigen des FC Bayern gestern gegen Paris Saint-Germain. Das war dann über zwei Spiele gesehen schon verdient, dass sie da weiter sind. Und natürlich auch Benfica Lissabon gegen Brügge, die sie ja die Brügge rauskicken mit einem Gesamtscore von 7:1. Ich glaube, das ist auch mehr als eindeutig. AC Trainer Milan. Schon hinausgekickt worden bei Brügge. Zu nach schnell? Zu schnell geht's. Ja, waren aber auch ein paar Gegentore, die man da kassiert ein paar, hat. Ja. Ganz kurz noch zu PSG möchte ich zu sprechen kommen. Zum 5. Mal in 11 Jahren raus im Achtelfinale. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist des Clubs aus Paris. Vor allem, wenn man denkt, was da an Geld hineingepumpt wird in diesen Club. Und der FC Bayern nur zwei Gegentore in dieser Champions League kassiert. Krass. Weißt du gegen wen? Sie hatten eine Gruppe mit Inter Mailand, Barcelona und Pilsen. Und jetzt gegen PSG zwei Spiele. Verrat es mir. Beide Tore gegen, richtig, Viktoria Pilsen. Alles klar, der Benni ist unser wandelndes Sportlexikon. Ja, oder? Er kann gut ablesen. Wir haben auch einen Tweet noch mitgebracht von den Königsklassennächten. Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky-Reporter, schreibt, ich finde es schon geil, wie dem abstrusest aufgepumpten Verein Europas jedes Jahr wieder die Luft rausgelassen wird. Man kann den Champions-League-Titel mit so viel Geld schon erkaufen, aber eben nicht ohne Plan. Und das ist dann eben auch die Frage, wie viel Plan bei PSG dahinter steckt. Klar, die werden sich was denken. Frage ist nur, die sind gespickt mit Topstars. Mhm. Da muss irgendwie auch mehr rausschauen dann, finde ich. Definitiv. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was wäre zum Beispiel euer Traumfinale. Wen würdet ihr auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sehen? Das haben wir vorher besprochen. Auslosung fürs Viertelfinale ist dann morgen Freitag. Und dann schauen wir... Nee, oder? Was möchtest du schauen? Nee, das Viertelfinale, die kommen ja erst, die Auslosungen. Die kommen erst, denn wir morgen haben ja noch den Ausblick auf die kommenden Spiele. Bin noch ganz verwirrt, ne? Ich bin noch Du bist noch im Urlaub. Ja, circa so. Aber was erwartet uns noch? Ausblick am Dienstag haben wir FC Porto Inter Mailand und Man City gegen RB Leipzig. Und am Mittwoch Real Madrid gegen Liverpool sowie Napoli gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt haben wir da wahrscheinlich das Problem bei Eintracht Frankfurt, dass die ja in Neapel keine Fans mitnehmen dürfen. Was sagst du dazu? Ist das ein Skandal? Ich finde das schon ziemlich krass. Ist es da nicht darum gegangen, dass die Frankfurt-Fans mit... Die dürfen, also Napoli verkauft dann keine Tickets an den Gästesektor. Na, das ist schwierig. Vor allem bei internationalen Spielen. Aber ich muss zugeben, ich habe mich da jetzt nicht näher damit beschäftigt, um da jetzt auch wirklich eine kluge Meinung dazu abzugeben. Ja, Fans sprechen jetzt sogar schon von Wettbewerbsverzerrung. Also ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob es jetzt fix durch ist, aber auf jeden Fall war die Diskussion jetzt im Vorfeld. Ja, schauen wir mal, was der Chat so schreibt. Ivica schreibt, sie werden nie mehr gewinnen, nämlich Paris. Und Kevin schreibt PSG und dann ein paar Emojis, die ja auf nicht ganz glückliche Umstände deuten. Cedric schreibt, mein Traumfinale ist mit Benny, Chris und Kathi im Studio und der Regie. Vielleicht gibt es das ja wieder. Das große Watchparty. Philipp Ebner schreibt auch, finde ich eigentlich wettbewerbsverzerrend im Hinblick auf die Fan-Thematik, die du aufgeworfen hast. Ja, vor allem Napoli, also jetzt haben sie schon beim Hinspiel 2:0 gewonnen, das heißt, die haben eh schon die besseren Karten. Dann noch zu sagen, man schließt die Eintracht Frankfurt-Fans aus, finde ich persönlich nicht gut. Und das wird richtig schwierig für die Frankfurter. Höchstwahrscheinlich. 0:2, Kolomani fällt auch, rot gesperrt. Einer, ja, der nicht fehlt, ist Gott sei Dank unser heutiger Studiogast. Was für eine Überleitung. Zu uns holen, oder? Oder hast du noch irgendwelche Pläne? Ganz und gar nicht. Ich bin schon sehr gespannt. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen violetten Touch, nachdem da alles schon so grün leuchtet. Und deswegen dürfen wir jetzt den Sportdirektor der Wiener Austria bei uns begrüßen, nämlich Manuel Ortlechner. Hallo.
Hi, schön zu Sascha, sein. hallo. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kann ich das Studio-Setup noch mal ganz kurz adaptieren. Wenn ein paar Klammern da waren oder so. Nee, so werde ich dir nicht im So Internet wie die. gezeigt. Ich gebe es dir gerne mal Du weiter. bist schon jetzt ein paar Mal. Schön, dass du da bist. Hallo. Freut uns. Vielen Dank für das Geschenk, das du mitgebracht hast, dass wir dann am Ende auch verlosen werden. Ihr Ich habe könnt's. Zeit, dass mir praktisch Ich bleibe bei Grün hier. Ich bin schon gebrandet. Bin schon gebrandet. Manuel, stressige Zeiten momentan oder denkst du auch irgendwo schon, so wie Kathi, an Urlaub oder ist der schon länger her, der Die letzte? Zeiten sind eigentlich immer gleich. Also, ich werde oft gefragt, ja, wann wird es denn einmal ruhiger? Die Volksstimme vom Tag 1, wie sollte eigentlich, wann es ruhiger wird? Es kann nur dann ruhiger werden, wenn ich selber den Stecker manchmal von Zeit zu Zeit ziehe. Das ist die einzige Chance, dass ich einmal auch irgendwie mich rausnehme aus dem, ja, aus diesem 24-7, 364 Days, würde ich sagen, weil was ich so erlebt habe, ist der Weihnachtstag, da lassen sie wirklich mal alle in Ruhe rund um den 24. Aber ansonsten gibt es auch überhaupt keine Rücksicht auf Tages- und Nachtzeiten. Aber bis zum Heiligen Abend 2023 sind es noch ein paar Tage, ich muss es leider so formulieren. Denn wie ziehst du dann den berühmten Stecker, um einmal etwas runterzukommen auch? Na, primär geht es einfach nur mit Familie, sie Auszeiten rausnehmen, egal ob es den Leuten gefällt oder nicht, aber ich muss ja irgendwo ein bisschen auf mich auch schauen, dass ich nicht ja, verbrenne am Ende des Tages. Ich bin ja auch nur ein Mensch und kein Roboter. Ich sprühe nach wie vor von sehr, sehr viel Energie und vielleicht auch deswegen, weil ich es von Zeit zu Zeit auch mache. Und dann sporen so ein Wiener Derby, wie wir es hier haben, ja auch etwas zusätzlich an, oder? Definitiv. Aber erzähl mal, wie schaut so ein klassischer Tag und eine klassische Woche bei dir aus, wenn du sagst, es ist wirklich 365 Tage nur Gas geben? Problem ist, dass der jeden Tag anders ist. Also ich war heute am Nachmittag auch einmal 1,5 Stunden beim Akademieleiter mit dem Manuel Takac, mit dem ich auch einen sehr, sehr intensiven Doppelpass immer spiele, weil mir einfach auch der Nachwuchs und alles, was dann als nächste Generation danach kommt, einfach sehr wichtig ist. Und dann haben wir auch natürlich über unsere beide Rollen, weil auch der Manuel Takac relativ neu in seiner Rolle auch bei uns ist, nachdem wir ihn da reingeholt haben in die violette Welt. Und wir sind einfach beide zu dem gekommen, dass einfach kein Tag dem anderen gleicht, dass du nie weißt, was in der nächsten Stunde passiert. Das macht es natürlich mega spannend aus, muss ich auch dazu sagen. Es ist ein sehr bunter Alltag. Ich erlebe verschiedenste Dinge von, du sitzt im Büro, verhandelst mit einem Berater, eine Minute später laufst runter am Trainingsfeld, dann bist du bei der Mannschaft, dann wieder rauf, dann holst du Telefonate nach, dann weißt du, ah, jetzt geht's rüber in die Akademie, da warten dann Eltern von einem Talent, dann geht's wieder rüber, dann machst du den Darm, dann weißt du, ah, jetzt machst du ein Telefoninterview übrigens am Weg hierher, dann habe ich gewusst, ich habe hier ein Interview, am Weg zurück mache ich den letzten Teil von dem Interview, den ich vorher nicht fertig geschafft habe und so, am Wochenende passieren dann die Spiele, morgen haben wir ein Triple gegen den SKN. Also wir haben ja eigentlich verlautbart, dass er Doppel ist. Um genau zu sein, ist er Triple, weil wir auch die Special Violets Sehr cool. Gegen die St. Pölten spielen lassen, was ich richtig cool finde. Dann haben wir die Young Violets gegen St. Pölten und danach haben wir dann auch natürlich noch das Frauen-Cup-Spiel gegen die St. Pöltener, die ja in Österreich trotzdem ja, die spannendste Mannschaft und erfolgreichste Mannschaft der letzten Jahre auch sind. Und dann irgendwann am Abend rolle dann wieder nach Hause. Dann am Sonntag geht es nach Graz und so geht's bam, 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 bam. Ganze Zeit dahin. Das Dann meine ich damit, es ist nie langweilig. Ausnahmslos nie. können wir uns glücklich schätzen, dass du dann heute hier bei uns Platz genommen hast und die Zeit auch gefunden hast, vor allem. Na, sehr gerne. Und ich seid ja auch ein wichtiger Partner, wie ich finde. Ein spannender Partner natürlich auch mit Admiral. Und deswegen habe ich die Einladung gerne angenommen. Du hast es auch schon angesprochen. Es geht nach Graz. Nächstes wichtiges Spiel für euch, um auch kurz einen Blick auf die Meisterschaft zu werfen. Fünfter momentan, 2 Punkte vor Rang 7, wenn man da den berühmt-berüchtigten Strich auch hernimmt, der über den Einzug ins obere oder untere Playoff entscheidet. Wie siehst du da jetzt die Ausgangslage? 2 Runden vor der Punkt vor der Ligateilung. Ich schätze mir für den allgemeinen Fan natürlich mega spannend. Alles, was sich immer so rund um den 22. Spieltag in Österreich abspielt, das sieht man dann auch sehr, sehr oft, auch wenn es dann Trainerbeurlaubungen gibt. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, mit diesem System des Splits hat man eine Brisanz reingebracht, die es wahrscheinlich ohne den Split nicht gäbe, weil wahrscheinlich auch die Salzburger so gut wie immer dann um diese Jahreszeit schon so weit davon galoppiert sind, dass man sie nur noch ja, schwer erkennen kann von hinten. Durch diese Punktereduktion, die ich eigentlich unfair finde, wo ich immer auch hoffe, dass sie vielleicht nochmal überdacht wird, weil du eigentlich für 2 Drittel der Saison nur die Hälfte erreichst. Das finde ich unfair am Ende des Tages. Und die Wertigkeit des ersten 2 Drittel verloren geht. Das Split an sich in ein oberes und unteres Playoff, den finde ich schon spannend, aber halt diese Teilung finde ich unfair.
Und ja, unsere Ausgangslage, finde ich, hat sich ja am Ende des Tages schon verbessert, weil wir ja vorbeginnend des Frühjahrs ja eigentlich im 7. Platz waren, in einer Jägerrolle waren und jetzt sind wir in einer Rolle, wo wir es verteidigen müssen. Und das machen wir natürlich auch sehr gerne. Und man darf nicht vergessen, ihr seid als Tabellenletzter quasi hineingestartet in die Saison aufgrund der 3 Minuspunkte. Das hätte ich eigentlich schon wieder vergessen. Danke für den Hinweis. Und wir haben dem Thema intern nicht so viel Bedeutung geschenkt, wie es vielleicht von offen außen immer wieder auch eingetragen wurde, was ich auch gut finde. Die Jungs haben auch nicht wirklich damit konfrontiert und deswegen habe ich es wieder fast vergessen gehabt. Aber wenn man die dazuzählen würde, also nur das Sportliche hernehmen würde, dann würde die Wiener Austria sogar auf Rang 4 stehen, wenn ich da richtig gezählt habe. Ist das eine Entwicklung, die den Sportdirektor der Wiener Austria zufrieden stimmt? Ja, es gibt immer mehrere Betrachtungsweisen, wenn es um eine Entwicklung geht. Das eine ist natürlich eine kurzfristige Betrachtungsweise, eine mittelfristige und eine langfristige. Und wir sind aus unserer Sicht jetzt schon in allen Belangen auf Kurs. Wir haben sehr, sehr viel auch verändert. Wir wollen die Austria weiter neu erfinden. Dieser Prozess, wie ich vor einigen Jahren reingekommen bin, habe ich schon gewusst, hey, der Club ist zwar jetzt finanziell auf alle Fälle am Boden, das hat sich nicht großartig verändert, das muss man auch immer wieder mal erwähnen, weil die Leute glauben ja, nachdem wir im Herbst durch Europa geflogen sind, das ist alles Schnee von gestern. Nein, ganz im Gegenteil, also wir sind schon sehr, 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 sehr genau, wenn es darum geht, inwieweit blicken wir auch auf die Finanzen. Die kaufmännische Sorgfaltspflicht, die ist ja ganz wichtiger, finde ich, in unserer Situation. Aber wir sind quasi auch gezwungen, es hat mir am meisten gereizt, die Austria neu zu erfinden. Und der Prozess ist ja nicht abgeschlossen, sondern der wird sich nur einen längeren Zeitraum erstrecken. Aber das macht ja mir eigentlich den meisten Spaß. Thema Lizenz zum Beispiel, was kann man da dazu jetzt sagen? Weil im April fällt dann die Entscheidung. Ja, erstens einmal Hut ab vor den handelnden Personen bei uns. Also das ist etwas, wo ich sage, da habe ich ja nicht wirklich dazu beitragen können, weil es gibt natürlich auch Fachleute bei uns im Verein, die Tag und Nacht und bewusst auch das Nacht, weil speziell Alexander Korinek. Es ist so unfassbar, was der Mensch eigentlich leistet. Ich weiß nicht, wie oft man der E-Mail nur um 1.30 Uhr geschrieben hat und dann rolle ich um 8.30 Uhr ins Büro, weil ich bringe mein Kind immer so Richtung 8 Uhr, klar, in die Schule. Und dann geht es ja aus, bis ich im Stadion bin, dann ist es meistens so 8.30 Uhr, nach Verkehr 35. Und die Wahrheit ist, der Alex begrüßt mich dann schon wieder. Und ich denke mir, das ist ja nicht normal, was der Mensch da auch oft leistet und auch mit seinem Team danach, weil er ist ja Leiter der Finanzen seit neuestem, seine erste Lizenzierung. Und ich finde auch einer der Transfercoups, die wir in der Austria, die Menschen da außen gar nicht so mitkriegen, in den letzten Monaten bei uns passiert ist. Und da bin ich sehr, sehr happy, ihn in unseren Reihen zu haben. Und seine Arbeit und seines Teams, die stimmt mir sehr positiv, dass wir vielleicht sogar in erster Instanz schaffen, was ich finde, sollte eigentlich eine Austria auch würdig sein und zukünftig immer so sein, dass die Austria es im ersten Zug schafft. Es war auch diesbezüglich eine interessante Frage aus dem Chat von Pip Strem. Der war auch zuletzt bei uns hier im Studio zu Gast, im Publikum, den du einmal, glaube ich, Pippi genannt hast. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ist die Wiener Austria langfristig finanziell gesund und wie sehen diesbezüglich auch die Ziele konkret für die nächsten 5 Jahre aus? Also jetzt auf die Finanzen bezogen, glaube ich, dass dieser Prozess eher ein sehr, sehr langfristiger Horizont sein muss in der Denke, dass man gesunden. Ich traue mir auch gerne diese Spange mit 7 bis 10 Jahren in den Mund nehmen. Manche reden von kürzeren Zeitspannen. Ich finde es oft unrealistisch, dann ist oft auch, weil es nicht einfach besser klingt, auch für die Öffentlichkeit. Ich traue mir schon behaupten, dass es eher 7 bis 10 Jahre Projekt ist, um das gerade zu biegen. Und das ist auch realistisch irgendwo, wenn wir clever haushalten, wenn sie gewisse Erfolge einstellen, wenn du Transfererlöse erzielst, und das sind ja die 2 Hebel im Fußball, die größeren, dass du außergewöhnliche Transfers realisierst oder und, das bedingt sich ja oft auch, dass du regelmäßig in internationalen Gruppenphasen aufpoppst. Nicht nur die, hey, wir sind Fünfter geworden und haben es in der Quali geschafft, sondern die Gruppenphase. Ob da wird es ja dann erst spannend. Gelingt dir das regelmäßig, plus spielst du in einer Gruppenphase, hast du andere Bühne, dadurch steigen die Marktwerte, kannst du die Spiele anders veräußern. Wenn uns das regelmäßig gelingen würde, und auch da sage ich, das ist auch jetzt in den Stein gemeißelt, dass es uns Jahr für Jahr gelingt, dann haben wir gute Chancen, dass wir vielleicht etwas schneller da rauskommen. Wenn es uns weniger schnell gelingt, dann dauert dieser Prozess länger. Ganz einfach. 7 bis 10 Jahre, jetzt läuft ja dein Vertrag im Sommer aus. Wie schaut es da aus bei dir? Ich kenne 7 bis 10 Jahre Vertrag. Ja, der läuft aus, aber nur mal, wir haben interne Gespräche gestartet und no stress. Markus 1911 fragt auch ganz konkret, willst du deinen Vertrag verlängern? Ja, ganz offiziell, ich würde verlängern. Ob wir in den nächsten Wochen zusammenfinden, werden wir dann sehen. Um das finanzielle Thema abzuschließen, noch ein Statement von Sportvorstand Jürgen Werner. Der hat im Kurier vor nicht allzu langer Zeit gesagt, die Austria ist noch immer auf der Intensivstation. Genau.
Wie lange braucht es jetzt nicht, bis man komplett gesund ist, aber bis man zumindest wieder auf die Normalstation kommt? Ja, dieser Zustand hilft dir ja trotzdem, dass du sehr wach bist. Also ich glaube, die größte Gefahr besteht ja dann trotzdem eher im Erfolg. Das hat man, glaube ich, auch in unserer kürzeren, jüngeren Vergangenheit gesehen, weil sie auch die Champions League, glaube ich, jetzt irgendwann einmal Richtung 10-jährig jährt. Ich glaube, da passieren in der Regel ja eher die Fehler, weil du nämlich auch aus einer gewissen Emotion heraus oder aus einer Euphorie heraus dann oft Handlungen setzt. Und ich glaube, wir sind ganz gut beraten, wenn wir halt einfach jetzt wachsam bleiben. Auch jetzt vielleicht, dass wir schneller aus diesem Tal draußen sind, dass wir auch einmal ein gewisses Taschengeld haben, um einmal gewisse Ablösen zu zahlen, um das Ding ein bisschen spannender zu machen, dass du dann einmal mit Rapid oder mit Sturm Graz um ein Talent bullen kannst, weil Stand jetzt braucht schon unfassbar viel Überzeugungsarbeit, dass der dann Richtung Verteilerkreis abbiegt und nicht irgendwo anders in Österreich hinfährt. Aber das sage ich, ist ja gerade das mega Spannende bei uns, dass du eher mit der Story versuchst zu punkten und schau her, du kannst der nächste Huskovic sein, der nächste Kelesch, der nächste Bronhütter, der nächste. Und da haben wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren unfassbar viele Beispiele kriegt und dieses violette Storytelling, glaube ich, hilft uns, dass österreichische Talente sagen, hey, wenn ich mich da Richtung Austria bewege, dann habe ich echt eine reelle Chance, im österreichischen Fußball Fuß zu fassen, weil das keine Worthülsen sind, sondern die haben jetzt auch schon was aufzuweisen. Der Track Record ist schon spannend mittlerweile und das, sage ich, macht meine Arbeit mit am reizvollsten, weil ich mich so gern nach innen beschäftige, so gern mit dem österreichischen Markt beschäftige und irgendwann kommt sicher auch einmal die Phase, was du sagst, hey, da kannst du auch international zugreifen und spannende Talente an den Verteilerkreis lotsen. Du hast gerade Rapid angesprochen. Wie wichtig ist so eine Rivalität? Pusht das vielleicht auch ein bisschen oder wie schaut das aus? Ja, aber das braucht man nicht erwähnen, dass das einfach mit einer der spannendsten Rivalitäten im Weltfußball ist. Also ich glaube, das ist ja das zweitälteste Derby auf der Welt hinter dem Old Firm. Wird immer wieder hervorgekramt, wenn es um Richtung Derby geht. Deswegen habe ich das auch Stegreif immer gleich bam, bei der Hand. Kannst du gleich merken, weil du so, ja, darfst du reinklammern. Ist schon notiert beim Benni. Ich habe das sehr, sehr, ja, oft, ich hab das sehr, sehr oft erlebt als aktiver Spieler. Und jeder Neuzugang sagt mir dann auch, boah, ich frage mich dann schon, wie das Derby dann wirklich ist, weil einfach unfassbar viel Emotion auf beiden Seiten ist. Manchmal zu viel, sage ich auch ganz offen. Es sprengt manchmal auch die Grenzen des normalen Verstandes, aber es oft abgeht, wie viel Hass einem entgegenkommt. Und da nehme ich auch unsere Seite dann oft gar nicht aus. Das ist echt dann schon bescheuert. Führt auch dazu, dass manche Familien dann oft dieses Spiel dann meiden. Mhm. Deswegen finde ich es oft so traurig, dass es so extrem dann oft aufgebauscht wird. Aber es ist dann trotzdem am Ende für den Athleten am Spielfeld schon ein sehr, sehr lässiges Spiel, weil ich habe es immer genossen, richtig geschimpft werden. Das ist ganz ehrlich. Ist eine ja nicht schöne Überleitung vielleicht, aber sie passt ganz gut. Passt ganz gut. Ich habe kein Drehbuch gekriegt. Es passt perfekt. Passt perfekt zu dem, was ich als nächstes anschneiden wollte. Eben turbulente Zeiten bei der Austria, deswegen auch die eine oder andere turbulente Frage natürlich, die sich da auch gegeben hat, rund um den Trainerwechsel, den es gegeben hat mit Michael Wimmer, den man installiert hat, Manfred Schmidt, der mittlerweile ja beim WAC gelandet ist. Du hast da gemeint, auch keine Ahnung, ob ich das hier überstehe. Diesen Trainer-Rauswurf, hat sich das dann intern alles aufgelöst, diese Thematik? Oder wie nimmst du das nach wie vor wahr? Ja, also jetzt rückblickend und mit ein bisschen an der Distanz natürlich auch betrachtet, war die Dimension speziell auch des ersten Tages, ich habe schon gewusst, das wird Wellen schlagen, aber das war mir so auch nicht bewusst. Also ich habe mir dann auch gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich glaube wirklich alle, dass ich ein Wett verloren habe und deswegen macht man das oder aus einer Laune heraus, sondern da hat es ja Gründe für uns gegeben, warum wir uns zu diesem unfassbar unpopulären Schritt entschieden haben. Und da haben mir einfach so viele Menschen suggeriert, ich bin sehr unüberlegt und ich bin ein Volldepp und wie kann ich das nur machen? Und ja, einfach weil es in der Sache richtig ist, ganz einfach, das war der Grund. Und jetzt kann man sagen, ja, aber du hast da selber keinen Gefallen tun, die Reputation von dir im Verein ist von hier auf hier gefallen. Ja, anyway, aber wenn du von uns überzeugt bist, kannst du nicht immer nur populäre Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe mir in meiner Karriere auch immer coachen lassen, weil die Persönlichkeitsentwicklung mir immer sehr wichtig war. Und auch wie ich meinen Job angetreten bin, hat mir derjenige Coach gesagt, es wird Phasen geben, wo du sehr, 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 sehr alleine sein wirst. Und auf diesen Satz habe ich dann am 5. Dezember sehr, sehr oft gedacht, ganz speziell, wie ich rund um Mitternacht dann heimgefahren bin. Und mir gedacht, puh, das ist schon heftig, aber die Wahrheit, die rückblickend betrachtet ist, man lernt unfassbar viel daraus, auch wie wenige Menschen dann eigentlich auch dann einem beiseite stehen. Aber in den letzten Wochen, Monaten hat sich ganz sehr, sehr viel auch wieder relativiert, weil die Menschen jetzt langsam auch das Verstehen lernen, warum wir das gemacht haben. Und somit traue ich schon auch behaupten, bin ich selber auch wieder daran gewachsen. Und ja. Passt auch gut dazu. Du hast einmal auf Instagram gepostet in Sachen I'm always teacher as well as student. Also
Lehrer und dann der Schüler. Was war das Konkrete, was du vielleicht auch aus dieser Situation rund um den 5. Dezember hast mitnehmen können? Also generell habe ich schon gemerkt, wie wichtig auch das Thema, und das muss ich fairerweise sagen, habe ich auch jetzt wenig beachtet die letzten Jahre, wie wichtig das Thema Kommunikation ist, weil ich einfach einer bin, ich bin einfach permanent am Werkeln und weil einfach so viel immer zu tun ist in dem Verein. Auch Self-Marketing, wenn man das so sagen darf, ist mir grundsätzlich bewusst, weil das habe ich auch bis zu einem gewissen Grad auch studiert, das Thema, aber ich habe mich in den letzten Jahren wenig darum gekümmert, auch. Vielleicht auch, dass man einfach eigene Themen anders platziert, auch was man, für was ist man denn verantwortlich, was schafft man denn selber für Erfolge, für was ist man verantwortlich. Das ist aber auch vielleicht auch meiner Natur geschuldet, das ist mir nicht so wichtig, auch meine eigene Person im Verein, und das versuche ich auch immer wieder, das ist einfach nicht das Wichtigste, sondern für mich gibt es ein Schlagwort, das habe ich auch auf meinem großen Whiteboard immer notiert. Es muss immer sein, dass das Ich unter dem Wir steht. Das ist ein wichtiger Faktor. Das habe ich schon versucht, als aktiver Kapitän bei der Austria auch so zu leben. Na klar, auch eine Meinung zu vertreten. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein Idealist bin, ein Philanthrop bin am Ende des Tages. Aber es muss immer sich die Fragestellung erlaubt sein, mache ich das jetzt, dass das gut ist für mich oder das gut ist für den Verein? Und so musst du ja fast quasi jede Entscheidung irgendwo auch für dich selber hinterfragen. Und eins können wir wirklich alle glauben, der 5. Dezember, die Entscheidung war jetzt weniger gut für mich und trotzdem haben wir es getroffen. Jetzt kannst du sagen, du bist der Volldepp oder du warst unfassbar überzeugt davon. Ja, ich war einfach unfassbar überzeugt davon, dass es richtig ist. Gerald zum Beispiel schreibt, wie ist es, wenn man von den Fans zuerst gefeiert wird und dann am liebsten verjagt werden möchte? Ja, das muss ich schon sagen, hat für mich und meine Frau begleitet mich auch schon über 20 Jahre mittlerweile. Meine Frau ist sehr, sehr oft auf der Osterbühne gestanden. Und die dann quasi sie mit raufgebracht haben, auf sie aufpasst haben während dem Spiel, wenn ich unten der Kapitän war, dieselbe Gruppe schimpft dann wiederum mich, weil und überhaupt nicht wissen, warum wir das tun. Da denken wir dann, hey, es wäre doch schon gescheiter, einmal nachzufragen, was wären die Gründe? Ich meine, wir haben es eh niemandem gesagt, weil einfach das für mich ein No-Go ist, dass ich dann irgendwo auch auspacke. Also wir werden es jetzt auch nicht davon. Aber dass man mir immer suggeriert, hey, das war einfach unüberlegt, das stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es war unfassbar viel überlegt. Und trotzdem haben wir es gemacht, weil wir einfach so überzeugt waren davon. Und da tut es dann schon auch bis zu einem gewissen Grad weh, weil ich bin ja kein Roboter, nicht dann zu sehen, hey Freunde, ich habe mich da jahrelang für den Verein als Spieler aufgeopfert, auch in anderen Rollen. Ich glaube auch, dass ich diesen Austria-Geist und für was der Verein grundsätzlich steht und auch für die Werte, sie einfach mit meinen privaten Werten auch decken. Darum bin ich auch sehr froh, dass ich bei der Austria gelandet bin. Und dann lest du das, da müsst ihr auch jetzt lügen, wenn ich sage, das ist mir komplett egal. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass auch Fans und Ultras, die müssen ja auch ihre Rollen erfüllen und dann musst du auch schreiben quasi, dass du gegen das Establishment bist und wow und ja, das ist part of the business. Die Wahrheit ist, sie sollten irgendwann schon einmal wieder kommen und sagen, hey, ah, okay, ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, taugt mir eigentlich nicht das Wort, aber hey, es geht weiter und wir sehen, du hast dich da rein. Dann war ich schon zufrieden. Ich brauche für mich nicht irgendein Standing aller, weiß ich nicht, an die Ogres im Verein, den ich sehr, sehr schätze und den ich auch mit zurückgeholt habe in den Verein. Das brauche ich für mich nicht, weil ich ja zu Hause kann schreien, wo ich irgendwelche Dinge horte. Wer bei mir hereinkommt, wüsste ich daheim, glaube ich, gar nicht, dass ich jemals Fußball gespielt habe. Ich will einfach nur, dass die Leute wissen, hey, der überlegt sich was bei seinen Handlungen. Und das ist eigentlich immer im Sinne der Austria. Das haben wir so viel angeredet, dass sie glauben, das war nicht im Sinne der Austria. Und das bin ich der gegenteiligen Meinung. Aber das werden viele Leute erst vielleicht später kapieren. Manche vielleicht gar nicht. Wir haben wahnsinnig viele Fragen im Chat. Ich würde da gerne noch auf einige. Entschuldige für die langen Antworten, aber das war nicht so gemeint, ich habe gewusst, dass ich keine kurzen Antworten liefere. Ich möchte gerne möglichst viele unterbringen, also bitte. Kurze Antworten. Wenn es geht. War aber nicht auf das bezogen, was du bis jetzt gesagt hast. War hochinteressant, aber dass man da natürlich auch die Community nicht vernachlässigen. Markus 1911, wie siehst du den Ragusch-Transfer im Rückblick? Stand momentan ist er bald 25 und hat noch kein Spiel oder Training absolviert. Ja, es ist immer die Frage des Stichpunkts, wann man es bewertet. Das habe ich auch speziell beim Haris Tabakovic auch immer wieder erwähnt, wann mich überhaupt einmal wer darauf angesprochen hat, weil da war ja so viele Fragen, haben sie mir dann interessanterweise nicht gestellt. Hätte es mir vor 3 Monaten gefragt nach dem Haris Tabakovic, hätte ich gesagt, ich bin nach wie vor überzeugt, dass es ein unfassbar guter Spieler ist. Und er hätte gesagt, ja, passt ja zu der Geschichte. Jetzt wiederum sagen alle, ja, da bin ich voll bei dir. Darum ist immer die Frage des Stichpunkts, der Bewertung. Ich sage immer, lass mal bitte mal ein Jahr vergehen und dann bewerten wir einen Neuzugang. Und es kann nicht jeder Neuzugang funktionieren, muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, beim Haris traue ich jetzt schon sagen, wenn es am Ende der Saison fällt, eigentlich war es eh super. Christian sogar schreibt auch bei der Baku. Ja, natürlich, ja, das klar. Das Gefühl, dass er förmlich aufblüht jetzt. beim Marco Ragusch ist er natürlich noch viel, viel komplexer, weil wir ja
eigentlich reingeholt haben, wohl wissend, der Gesundungsprozess, der kann dauern. Und wir haben selber nicht genau gewusst, wie lange er dauert, gehofft, es geht sehr, sehr schnell. Dass sie aber dann so einen Prozess mit Komplikationen gestalten kann, ist auch möglich. Ich sage ganz ehrlich, lass mich bitte noch mal im Sommer auch Resümee ziehen. Auch jetzt als Schutz auf den Jungen, weil es wird immer dann gleich, ja, da war. Aber jetzt versetze ich mal bitte in seine Lage. Der wird zu einem Traditionsverein in Österreich geholt, der einmal eine Hausnummer ist, wo sich die Leute anders damit beschäftigen wie bei anderen Vereinen, was der jetzt aushalten muss. Auch. Und wir versuchen nach wie vor in zu schützen, ohne Ende den Druck rauszunehmen. Immer wenn ich sehe, sage ich, jetzt sitzt da bitte ja kein Datum, wann du dann wieder die Fußballschuhe anhast und am Trainingsplatz stehst und beginnst herumzuturnen. Nein, du bist dann zurück, wenn du bereit bist. Ich hoffe natürlich gestern, wenn du weißt, auf was hinaus will. Natürlich. Gerald B. fragt im Chat, wer ist für dich der nächste Präsident nach Hensel? Weil Frank Hensel hat jetzt den Rücktritt angetreten. Also aus meiner Sicht, ich hätte schon ein paar Menschen im Kopf, Präsident, Präsidentin, weil es wahrscheinlich auch inkludieren, hoffe ich, oder? Ist der Weltfrauentag. Klar. egal, ob jetzt eine Frau oder ein Mann, ich finde, da gibt es viele spannende Personen, aber natürlich werde ich jetzt dann jetzt irgendein Name-Dropping veranstalten, aber ich hätte schon ein paar im Kopf, wo ich mir denke, die würden richtig gut dazu auszupassen, auch die Werte vertreten, da hätte ich schon ein paar spannende im Kopf. Aber ich bin schon froh, auch, das muss ich auch fairerweise dazu sagen, dass ich für vereinspolitische Themen nicht der richtige Ansprechpartner bin, sondern dass es da im Verein andere gibt. Und ich will mich auch nicht selber jetzt überschätzen und sagen, ich muss überall mitquageln, sondern hey, bitte, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich glaube, dass ich einfach im Sport, im Verein bei uns auch, da kenne ich mich jetzt für mich da einfach gut aus. Und weniger bei dem, was gehört da wie wo geordnet, welche Gremien sind die Gremien groß, klar, da gibt es andere. Herr Ortleichner, besteht die Möglichkeit, Sie in Zukunft bei Dancing Stars zu sehen? Kann Manuel auch so gut tanzen wie Andy Ogris, ist die Frage. Also für die jetzige Staffel zu spät, aber es gibt ja vielleicht noch die eine oder andere. Es ist deswegen interessant, weil jetzt ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudere, meiner Frau einen Tanzkurs zu Weihnachten geschenkt. Oh. Weil man erstens dann Zeit mit der Frau verbringt und dieses Quality Time Deluxe. Und die Wahrheit ist, durch diverseste Verstrickungen privater Natur kennen wir auch Profitänzerinnen, die bei Dancing Stars auch auftreten, und mit der Lenker haben wir das auch jetzt vereinbart, einen Tanzkurs zu machen, weil ich kann es gar nicht, meine Frau auch nicht so gut eigentlich, und wir wollen einfach gewisse Dinge, wollen wir können auch, um jetzt bei Bällen oder bei diversen Veranstaltungen nicht immer nur im Eckerl zu sitzen und eigentlich sollte man ein bisschen mittanzen, und somit ist, glaube ich, alles gesagt, wir machen den Tanzkurs mit einem wirklichen Dancing-Star, aber in privater Natur, wo wir nur zu dritt im Raum sind, und dann lasse ich die Kameras nicht daran teilhaben, und ich glaube jetzt auch, diese Bühne sollte man eher auch diesen Ogris und Co. überlassen, weil die am Ende auch, finde ich, ganz gut das Publikum unterhalten, und es ist ja Unterhaltung schon am Ende des Tages. Und ich weiß nur, ob ich da der richtige Kandidat für sowas bin. Und eigentlich mag ich das weniger. Singt Manuel lieber oder tanzt er lieber? Ich kann beides überhaupt nicht. Aber interessanterweise, du hast doch schon mal gesungen, oder? Interessanterweise. Wir passen ja auch. Zwei Songs mittlerweile der Austria haben sie mir gebeten, hinter das Mikro zu treten. Und ich finde beides mal katastrophal. Aber mit viel Leidenschaft, wie man sieht. Aber wir leben im Jahr 2023 mittlerweile. Ich glaube, das war im Jahr 2000. Vor 12 Jahren. Ja, da könntest du noch 10, anstimmen, 11? Den Song? Ich spiele gern. Ich glaube, das war im Baumgartlinger sehr Strophe, oder? Ich spiele gern für Austria-Wien. Und ich hab nur eins im Sinn. Blablabla. Ich weiß gar nicht, ob das Meistertruppe war in Schulzene, aber in Schulzene war immer die erste, glaube ich. Keine Ahnung, sei wie sei. Die Wahrheit ist, man kann mit der Technik so viel hinbiegen, dass das halbwegs ging. Autotune. Ja. Machen wir hier ja auch. Richtig. Also ich kann weder gut tanzen noch gut singen. Aber gut fotografieren, das auf jeden Fall. Auch da haben wir eine Kostprobe mitgebracht. Wie oft hast du heute noch Zeit zum Fotografieren? Und vor allem zuerst, was sehen wir links und rechts? Also es sind zwar absolute Sides, die man gesehen haben muss. Wenn du es errätst, was das rechts ist, gratuliere da, wobei es ja im Bravo ist. Aber links ist Dulm, kann das sein? Wenn du es links errätst, dass das auch irgendwo in New York ist, nein, das ist in Niederösterreich, in Dulm. Weil ich nämlich, ich glaube, es war von der Stadt Dulm gefragt worden bin, ob ich die Sehenswürdigkeiten von Dulm fotografisch einfangen kann, und in einer Ausstellung haben wir dann meine Fotos verkauft, und das ist, glaube ich, die Rosenbrücke zu Tulln, die ich vorher nicht kannte, weil ich bin Oberösterreicher, der quasi da nur auf der 1 vorbeibrettert irgendwo, weit weg von Tulln. Aber ich finde Tulln, und ich war jetzt schon einige Male dort, auch durch meine Zeit im Osten Wiens, weil ich jetzt ja da auch sesshaft bin, sehr, sehr schöne Stadt eigentlich.
sehr wohnlicher und das ist die Rosenbrücke. Und du siehst es ja, ich habe einfach einen Gefallen an grafischen Aufnahmen für Schwarz-Weiß und ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt immer im Auge des Betrachters. Ich habe da die eine oder andere Ausstellung Gott sei Dank schon machen dürfen. Ich habe mich richtig gefreut, wie Leica mich gefragt hat, ob ich bei diesem Exchange mit russischen Künstlern, das war noch weit vor dem Krieg, dabei sein will. Da haben sie Fotos rausgepickt, wie ich mit meinem Sohn im Skatepark, Achtung, im 14. war, weil da gibt es so also einen Skatepark mit so großen Bowls. Und da ist man in der Pause, wo mein Sohn dann einmal Pause gemacht hat, habe ich die Kamera geschnappt und gesagt, wow, das ist ein unfassbar guter Skater. Und dann habe ich dann eingefangen und die Fotos habe ich dann gepostet und Leica hat mich dann gefragt, hey, die würde man gerne ausstellen. Und ich glaube, drei Menschen haben sogar ein Foto gekauft. Wie oft hast cool, du die... Ich damit dann approved, so einen Stempel drauf. Ja, das sind doch gute Fotos. Wie oft aber ich würde nie sagen, dass ich gute Fotos mache, weil woran willst du das festmachen? Aber ich darf sagen. Das stimmt. Wie oft hast du die Generali Arena fotografiert? 1738 Mal. Warum sage ich das genau so oft? Weil ich 1738 Fotos des Umbaus der Generali Arena gemacht habe, die dann in einem Bildband gefangen habe und der nach wie vor um 19,11 Euro zum Kaufen im Fanshop aufliegt. Und einen Kalender haben wir auch rausgebracht, Thomas. Sehr stark. Und damit ist ein bisschen so dieser Umbruch fotodokumentiert niedergehalten worden, festgehalten worden. Die Generali Arena ja auch sicherlich ein Herzstück der Wiener Austria. Ja, klar. Die nach wie vor neue, kann man ja sagen. Schon, und auch jetzt, ich schmunzle auch immer wieder, wenn, zuletzt natürlich auch, wenn wir sich mit Trainerkandidaten beschäftigt haben und Leute aus der deutschen Bundesliga lädst du dann nach Wien ein und zeigst ihnen dann irgendwann natürlich auch das Stadion. Und wie sie nach wie vor auf das Stadion reflektieren, überrascht mich nach wie vor. Und das freut mich auch sehr, weil es schon noch immer ein sehr, sehr spannendes Haus ist, wo die Leute sagen, boah, ist schon lässig, was ihr da habt. Und auch im Internet wird natürlich reflektiert, was das Stadion betrifft. Ich habe auf Google Maps nachgesehen, was so die Community sagt. Und ich hätte unter Anführungszeichen ein kleines Spiel sogar mitgebracht. Ich weiß, du wirst dich wahnsinnig darauf freuen. Kathi auch, oder? Ich weiß von nichts. Ich habe vier Google-Bewertungen mitgebracht von Stadien in Österreich. Ich verrate es vorweg, es betrifft auch die Wiener Austria. Ja. Und wir schauen uns an, welche wohin gehört. Ich soll zuteilen. Wow. Genau, damit geht's los mit dem ersten. Schauen wir mal. Saubere Kabinen, nettes Personal, soweit alles okay. Aber ein Stern. Ein Fan aber. Das weiß ich nicht. Der über saubere Kabinen schreibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht glaubt sie so wie ein Stern, so wie eins, so wie die Zahl. Das kann auch sein. Oder vielleicht ein eines aktuellen österreichischen Bundesligisten. Genau. Saubere Kabinen, nettes Personal, soweit alles okay. Es wird auf alle Fälle auf unser Stadion zutreffen. Und das können wir auch gleich einloggen. Es wird stimmen. Du merkst, ich habe jetzt noch keinen Punkt gemacht. Aber ich wollte helfen. Außer du möchtest noch. Bravo, Armin Assinger. Vielen Dank. Ja, was hört ihr von hinten? Ja, richtig einloggen, bitte. Sehr gut. Warum der eine Stern dann? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich faszinierend gefunden. Dafür haben wir auch was mit 5 Sternen vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Das zweite. Alles super und nett, sympathisch, Geschäfte Lidl und Hofer und super Auswahl. Lidl und Hofer und super Auswahl. Boah, da fallen mir jetzt mehrere ein. Kathi, hast du eine Idee? Kein Plan. Alles super. Hast du einen Tipp für uns? Es ist nicht in Wien. Okay. Darf ich mich im Bundesland annähern? Ja. Richtung Süden? Ja. Ich hab's gedacht. Weit in den Süden, Richtung Wolfsburg? Bisschen weiter östlich. Bin zu weit. Von Wolfsburg aus. Ja, das wäre dann Graz oder Hartberg. Lidl und Hofer? Okay, Graz? Richtig. Ohne Hilfe. Ja, das ganz ohne Hilfe. Wieder was mit einem Stern. Naja, was soll ich dazu sagen? Mittlerweile gehe ich lieber zu einer Darmspiegelung. Ja, das ist natürlich gemein, wenn ich jetzt ein gewisses Stadion nenne. weil es natürlich auch sein könnte, jetzt schreibt er als Austria-Fan über Rapid natürlich. Das könnte passieren. Also das Rapid-Stern ist, glaube ich, nicht gemeint. Ich muss dich enttäuschen, Kathi, du bist falsch gelenkt. Aber ich nehme an, das war irgendeine. Ja, und deswegen ist natürlich dann am Ende des Tages nicht ganz fair. Und oh, aber danke, dass du uns verteidigst. So ist es. Also uns. Die Rapid-Fans. Okay. Du sagst, das also, ich habe nicht gewusst, dass du dich da öffentlich deklarierst, auf welcher Seite du dich da. Ja, klar, deswegen heute gebrandet. Also ein Statement. Also ein Statement-Shirt. Outfit, ja. Aber wir haben auch eins da, gell? Und ein Signature-Shirt, würde ich sagen, aus der Fashion-Welt gesprochen. Eins haben wir noch. Pommes war zu wenig für 17.000 Leute, ansonsten alles gut. Pommes war zu wenig für 17.000 Leute. Jetzt sind wir bei der Kapazität. Wahrscheinlich reden wir von Salzburg. Wir können es nicht sein, weil wir schrammen ja knapp darunter bei 17.000. Aber es muss nicht immer alles stimmen, was im Internet steht. Achso, das meinst du, Bett. Vorher eingeschätzt mit den 17.000.
Als kleiner Tipp, ich bin ja zuvorkommen zu unseren Ja, Gästen. bitte. Es ist die Wiener Austria. Generali Arena. Also, wenn du das mal organisieren könntest, ein bisschen mehr Pommes. Ja, Pommes wer im Sinne des Erfinders. Die Pommes war zu wenig. Ja. Soll so sein. Kathi, hättest du noch. Sonst hätte es geheißen, die Pommes waren zu wenig, aber in dem Fall war es die eine Pommes waren. Pommes. Ja. Sind große Pommes bei der Wiener Es war ein Pommes Austria. zu wenig. Schönste Stadion in Österreich für dich, um diese Thematik abzuschließen? Das Schönste, ich war noch nicht drinnen, aber ich muss dann schon noch bei der Öffnung, also was sie auf die Kugel dahin pflanzt haben, aller Ehren wert. Davor hätte ich gesagt, das Wörthersee-Stadion. Und da hat es mich auch mal geschreckt in New York, weil ich habe dann einmal auch ein paar Tage hospitiert bei New York, weil ich einfach, wenn ich Städte besuche, auch manchmal versuche mit Fußball zu verbinden. Und dann bin ich öffentlich hingefahren, da nach Jersey raus, 1,5 Stunden, raus aus Manhattan, steigt dann aus und dann denke ich mir, oh mein Gott, mit jedem Schritt näher zu dem Stadion. Das schaut ja aus wie das Allianz. Ah, Entschuldigung, wie das Wörthersee-Stadion. Und dann habe ich den Geschäftsführer damals gefragt, täuscht das? Oder hat er na, der Herr Mateschitz hat schon gesagt, das schönste Stadion Österreichs steht eigentlich in Klagenfurt und wir wollen das schon so in die Richtung auch nachbauen und frappierende Ähnlichkeit. Aber wie gesagt, ich habe immer, auch weil ich da gespielt habe, gesagt, das Wörthersee-Stadion ist das schönste Stadion Österreichs. Aber ich glaube schon, mit der Kugel ist etwas entstanden. Wow. Und ich bin auch froh, dass mittlerweile finde ich auch unser Stadion einen spannenden Charakter hat, finde ich, mit den drei Seiten, die geschlossen sind, dann die abgesetzte Südseite, hat das so einen englischen Flair und da traue ich schon behaupten, auch unser Stadion ist richtig, richtig nice. Markus 1911 schreibt, Generali Arena, schönstes Stadion in Österreich. Bravo. Um die Stadionthematik abzuschließen und um auf unseren Podcast natürlich auch hinzuweisen, den es nach wie vor auf allen gängigen Plattformen gibt. Ihr seht es auch eingeblendet, die circa fünf haben wir mal gesagt, gell? So ist es. Plattformen, auf denen ihr uns rund um die Uhr hören könnt, wenn ihr das wollt. Ansonsten gibt es uns aber natürlich auch zu hören. Und wir schauen jetzt, Manuel, auf das, was sich in naher Zukunft tut. Nächste Bundesliga-Runde steht unmittelbar bevor. Admiral Bundesliga Sixpack wieder in aller Munde. Die Chance auf 500.000 Euro an diesem Wochenende und viele Goodies. PS5 wird auch verlost, inklusive FIFA 23 und God of War Ragnarök. Zudem VIP-Tickets, Matchbälle, SkyX-Jahresabos und vieles mehr. All das einfach mitspielen. Ich habe zuletzt an beiden also an den beiden vergangenen Wochenenden jeweils zwei Sonntagsspiele richtig getippt. Bist du ein guter Krass. Tipper? Na, ganz schlecht, weil ich auch immer wieder, auch in meiner, ich war immer in meiner Zwischenfunktion auch einmal vor der TV-Kamera und wurde immer wieder auch gefragt, ah, wie geht es denn heute aus? Und ich habe jedes Mal gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe ein Feeling, aber das täuscht auch Ja. immer wieder. Und das ist ja der Grund, warum jedes Wochenende weltweit Millionen Menschen in die Stadien pilgern, weil wir am Ende nicht wissen, wie es ausgeht, weil auch immer der David den Goliath schlagen kann. Weil du deine Sky-Expertise ansprichst, einfach immer anders tippen als Fredel Tata, könnte jetzt der eine oder andere Ich meinen. glaube, die letzte Runde, wo er tippt, hat er alle sechs Ergebnisse richtig, aber komplett verkehrt tippt. Ist ja auch eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst, ja. Aber ich würde sagen, du tippst Ja, einfach mal bei uns gern. jetzt unseren Admiral Ich habe Sixpack und nichts zum verrätst Verlieren, uns. oder? Nur zu Da war gewinnen. nichts zum Gewinnen, ich persönlich. Das stimmt, aber du kannst Tipps der Community mitgeben. Und zwar zum Beispiel beim Spiel des LASK gegen Red Bull Salzburg. Die Buchmacher sehen natürlich die Salzburger in der Favoritenrolle. Quote LASK 1 zu 3,35. Das zweite Heimspiel im schönen neuen Ja. Stadion der Linzer. Salzburger natürlich ohne Luka Sucic, lange Verletzung, Dritter gegen den Ersten. Dein Tipp? 1 zu 3. WAC gegen Austria Lustenau. Neunter gegen Achter. Robin Tut ja zuletzt erstmals die Meistergruppe verpasst mit den Lavantalern. Dementsprechend dann auch der Wechsel auf der Trainerposition. Und jetzt das erste Spiel von Manfred Schmidt als Chefcoach der Wölfe. Wie sieht es da aus? Ganz klar noch In nicht. Zahlen gegossen 0 zu 0. Würde mich fast festlegen. Ja, da kann es umgekehrt auch sein, so wie du gesagt hast bei Alfred Tata. 0 0. Aber. Sturm gegen die Wiener Austria. Ich nehme an, ich habe eine Tendenz, worauf du tippen würdest. Jetzt ist Einschätzung, Realität, alles vermischt. Also ich hoffe natürlich auf einen Sieg, brauchen wir gar nicht diskutieren. Es riecht für mich aber eher noch ein X, aber trotzdem tippe ich auf 0-1. Quote 1 zu 4,45, also das auch vielversprechend. 13 Punkte trennen Sturm und die Austria momentan am Papier, würdest du sagen, auch
am Rasen jetzt gesehen über die ganze Saison? Ich freue mich deswegen so auf die Spiele am Sonntag, weil wie auch von der Idee des Fußballs am Ende vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen. Schon auch in gewissen Details natürlich, aber grundsätzlich wollen die und stehen ja auch natürlich für einen sehr intensiven Fußball. Das ist auch das, was wir jetzt, glaube ich, in der Winterpause jetzt auch in den ersten Spielen mal gesehen haben, auch aufgrund der Werte, die ja am Ende des Tages auch auf meinem Dashboard landet und dann kannst du es ja auch physisch gut überprüfen, wie einfach jetzt viel intensiver Fußball spielen. Aber da haben die schon, finde ich, einen gewissen Vorsprung, weil auch der Chris Ilzer für das steht. Und ich bleibe dabei, dieser tolle Gradmesser, inwieweit sind wir denn da mit dabei oder nicht. Und natürlich würde ich gerne, dass die Jungs der Außenwelt zeigen, wir haben diesen Rekordzeit hinbekommen, aber da bleibe ich dabei, das ist jetzt schwer, das auch zu verlangen, aber trotzdem würde es mir schon sagen, wenn wir ihnen einen richtig, richtig intensiven Fight liefern, dass wir ihnen zeigen, auch wir können intensiv Fußball spielen, sehr aktiv Fußball spielen, mutig Fußball spielen und dann schauen wir, wie es ausgeht. Und wir schauen auch, wie es ausgeht bei Austria Klagenfurt gegen Hartberg. Ein Tipp? Ganz klar, 0-5 hoffentlich. Da schwingt natürlich viel Hoffnung mit einer Spasi. Ich glaube, da ist irgendwo ein Strich im Hintergedanken. Schwer oder? Zu sagen, aber die Hartberger, und auch da hat man gemerkt, schon Hut ab, auch, wie man da, wie schnell man auch die Handschrift von Marco Schopp da auch sehen konnte, auch gegen uns. Da war schon eine gute Leistung für uns notwendig. Umgekehrt haben wir sehr viel Lob von Marco Schopp eingeheimst. Also auch sehr spannend auch zu hören, wenn dann Fachleute uns einschätzen. Aber in dem Fall glaube ich, dass die Hartberger gewinnen werden. Was glaubst du bei Rapid gegen die WSG? Und jetzt pass auf, Achtung. ich glaube, das geht aus 3-0. Für Rapid. Richtige Antwort. Schreibt mal gerne grüne Herzen. Jetzt haben wir so viele lila Herzen hier im Chat. Schreibt wo mal siehst bitte du lila Herzen jetzt bei aller Ehrlichkeit? Oh, mal ein paar lila Herzen. Da schwingt aber auch ganz, Herzen. Ganz viel Hoffnung mit. Richtung Tabelle. Ich will ein paar grüne Herzen hier sehen. Pips, ich zähle auf dich, weil der hat vorher schon irgendwas von Rapid geschrieben. Und ich zähle auf den letzten Tipp von Manuel Ortlechner, nämlich vom Spiel Alltag gegen die SV Guntermatik Ried. Der Vorletzte empfängt den letzten erstes Auswärtsspiel für Maximilian Senft, den nach wie vor neuen Cheftrainer der Rieder. Da bin ich befangen, weil ich ein bisschen mit meiner Person auseinandersetze, weil ich komme aus dem Imfeld, ich bin in Ried geboren. Zweitmeiste Bundesligaspiele, auch was deine Karriere betrifft für die Rieder. Okay, spricht der Daten-Nerd in dir. Ja, so viele Vereine waren sie dann auch nicht, oder? Das stimmt eigentlich, da bin ich eine sehr treue Seele. Und ich wünsche ihnen schon, dass sie da gewinnen, weil ich finde, und die gehören in die Bundesliga, auch wenn ich jetzt an die Infrastruktur denke, das ist echt ein kleines, feines Stadion mit einer guten Atmosphäre, spannende Leute, eine ganze Region steht hinter dem Verein. Darum würde ich ihnen wünschen, dass die Liga halten und da brauchen sie auf alle Fälle 3 Punkte, weil dann wird er wieder halbiert, was ich nicht gut finde. Und darum wünsche ich ihnen da einen Auswärtssieg. Dann hätten wir den Sixpack schon abgeschlossen, aber natürlich auch einige andere Spiele am Laufen. Heute zum Beispiel, wir haben zuvor schon über das internationale Geschäft geplaudert, Europa League und Europa Conference League. Zum Beispiel Salzburg-Bezwinger AS Roma heute im Einsatz gegen Real Sociedad. Da seht ihr die Quoten auch eingeblendet. Und ansonsten auch noch unter anderem das Duell der beiden Unions. Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Nein. Deine Spanischkenntnisse kann ich nicht fragen. Deine Französischkenntnisse? Ich habe im Französisch maturiert und ich habe gesagt Gilloise. Gilloise. Dann nehmen wir das S noch mit auf, aber ich habe auch in Französisch maturiert. Aber ich will das Hingescheide sein. Mit meinem bescheidenen Matura-Französisch hätte ich gesagt Gilloise. Die Mannschaft aus Belgien haben ja schon aufeinander getroffen in der Gruppenphase, jeweils die Auswärtsmannschaft mit 0-1 gewonnen und auch ansonsten noch viele weitere Spiele natürlich am internationalen Parkett. Gibt es da eines, worauf du auch noch besondere Achtung jetzt legst oder schon voller Fokus auf den Sonntag? Leider bleibt manchmal die Zeit schon zu kurz, auch für diese ganzen internationalen Partien unter der Woche. So wie gestern zum Beispiel habe ich genau nur die letzten paar Minuten gesehen, weil wir eine Generalversammlung hatten, wo ich dann auch sehr spät weggekommen bin. Aber nochmal, ich konsumiere eh so viel Fußball, dass es nicht so schlimm ist, wenn einmal das eine oder andere Spiel wegfällt. Union Berlin finde ich einfach die Entwicklung der letzten Jahre mega, mega spannend. Freizeit mal für den Christopher Trimmel, den ich auch kenne durchs Nationalteam. Der für mich auch also jetzt im Herbst, Winter seiner Karriere nochmal eine grandiose Entwicklung mitnimmt, ein richtig guter Typ, Vollprofi,
Sieht man auch, was möglich ist mit Wille, Einsatz. Ja, der ganze Club ist einfach cool, den mag man auch, finde ich. Die haben sich gut positioniert. Darum schauen wir mal, wo denen die Reise hingeht. Und kurzer Ausblick auf das Wiener Derby am 19. März. Mhm. Was wartest du da? Erstens mal sicher volles Haus, tolle Kulisse, viel Emotion. Und am Ende wünsche mir Nanona nicht einen Derby-Sieg, weil das ist einfach schon etwas, das ist schwer zu beschreiben als Fußballer in Österreich, wenn man das dann immer auch wieder mal mitnehmen darf. Ich würde es natürlich allen Beteiligten wünschen. Ich freue mich immer für die Jungs, wenn sie dann natürlich feiern dürfen mal miteinander. Ja, das ist es. Klar, wünsche ich mir. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch ein Spiel vorbereitet, ein Game. Du kannst es mir so schön anmoderieren. Genau, und zwar heißt das Spiel so. Das einfach live an der Sportshow geht mit unseren tollen Gästen, die zum Schluss nochmal alles geben müssen, um dann in einer Tabelle zu landen. Kurz und bündig aufgezählt. Es gibt noch ein paar Fragezeichen. Wir lösen die gleich auf. Du hast 20 Sekunden Zeit, ja, um deinen Besuch hier bei uns Revue passieren zu lassen. Ja. Kannst rauswerfen an Worten, random, wie es so schön heißt, was dir in Erinnerung bleiben wird. Muss nicht positiv sein. Ja. Du kannst auch ein grünes Outfit hervorheben zum Beispiel. Hallo. Und hast 20 Sekunden dafür Zeit, sobald du bereit bist. Ja. Und du landest dann in dieser Tabelle, wo auch schon dein Gegenüber vom SK Rapid übrigens Fußballgott war schon seinen dabei. Platz gefunden hat. Wie basiert da dieses Ranking aufgrund von... Wo du einen Punkt. Das Ranking ist jetzt nicht richtig gerankt. Da wird nur Wörter. Du kannst zum Beispiel sagen... Coole Moderatoren, spannende Show. Uncoole Moderatoren, okay, kannst du auch. Also wir sind auch kritikfähig. Mhm. Jederzeit bereit, wenn du es bist. Ready? Zeit läuft ab jetzt. Sehr sympathische Moderatoren, kein Fashion-Verständnis, tolles Bühnensetup, live an der Mitarbeiter im Hintergrund, die seht ihr heute nicht toll. Equipment, edgy, generell Backstage sympathisch nett, toller Empfang, toll organisiert, überragende Outfits. Und die Zeit ist aus. Neun. Aber es war irgendwie... Ex-Equo mit Steffen. Ja, aber das Lob, das war schon so großartig, oder? Ich bin voll gedisst worden hier mit meinem grünen Outfit. Da würde ich mir Gedanken machen. Also ich bin dafür, dass es einen Bonuspunkt gibt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Bist du für einen Bonuspunkt? Schwierig. Nein, oder ist der Ex-Equo mit... Mit Steffen Hoffmann, das ist doch was, oder? Mit dem Fußballgott. Ist das okay für dich? Steffen Hoffmann meinst du? Ja. Den Fußballgott. Steffen Hoffmann meinst du, oder? Ich merke, da kommen wir heute nicht mehr auf. Da gibt es auch einen, aber der heißt Markus Fußballgott. Da gibt es heute, glaube ich, keinen Bonuspunkt. Aber du darfst das noch niederschreiben. Grüße an dich, Sutti. Die rote Kamera ist, oder? Sutti, er geht raus an dich. Habe ich noch die Möglichkeit, eine Frage? Kannst du bitte Markus Suttner einladen, eine Austria-Legende? Sehr gerne. Damit wir da das Ranking ein bisschen relativieren. Der Stift geht langsam aus. Seit ich 7 Jahre alt war, habe ich Austria im Stadion gesehen. Heute bin ich 30. Das schreibt Dani G92. Das ist vereinstreu, wow, oder? Wow, ja, die Fans können auch mal eingeladen. Haben wir regelmäßig bei den Watchpartys zu Gast. Ja. Wow. Ist immer cool, die mal in echt zu sehen. Und cool ist auch unser Gewinnspiel, das dann in Kürze zu Ende geht, beziehungsweise aufgelöst wird. Gewinnspiel beendet. Genau. Die Aufgabe war ja heute, je mehr ihr schreibt und je mehr ihr auffallt im Chat, umso größer die Chance auf den Hauptgewinn, nämlich das Trikot plus 50 Euro Wettguthaben. Magst du das, Cindy? Ich überlasse das Spiel mal lieber, gell? Undankbar, oder? Also diese Befangenheit, ist ein Wahnsinn, oder? Die nehme ich auf alle Fälle mit. Also den Nächsten, der von unserer Seite da sitzen wird, dann werde ich auf alle Fälle briefen. Da soll ich sich was überlegen. Oder wir zwei tauschen Platz das nächste Mal. Ja. Dürfen wir dich bitten, noch zu unterschreiben? Ich würde dich gerne fragen, wem du die Daumen drückst. Ich habe 4,5 Jahre bei Sturm Graz gearbeitet. Ah, okay. Also okay. Leichter Steiermark-Bezug. Okay. Aber wenn die Austria schönen Fußball spielt, gibt es da nichts Rapid dagegen einzuwenden? Natürlich auch bei Rapid. Das ist, er ist einfach ganz Fan klar von alles. Ist auch schön. Fan von alles. Wir haben auch schon einen Sieger des Gewinnspiels. Ich weiß nicht, was die Regie jetzt im Hintergrund hat. Kleiner Lachflash. Warum? Okay, soll so sein. Ich bitte dich, das noch zu unterschreiben. So, soll ich den Sieger verkünden? Ja, das darfst du machen. Dani G92. Herzlichen Glückwunsch. Der Dani G92 ist noch, der hört ja noch zu, oder? Ja, natürlich. Will er es überhaupt unterschrieben haben, weil sonst zerstöre ich vielleicht etwas. Also Dani, schreibe im Chat. Bitte schreiben, willst du es unterschrieben haben? Und wenn vorne oder hinten? Oder? Schauen wir noch. Vielen, vielen Dank.
mit einem lachenden Emoji. Verdient. So ist es. Hat sehr viele kluge Fragen auch gestellt. Dani, schreib ganz kurz, willst du eine Unterschrift haben? Und wenn ja, Vorder- oder Rückseite, bitte ganz schnell kommentieren. Der macht's spannend, hier, Dani. Ja, es ist extrem spannend. Ich hätte es gerne unterschrieben, aber hat er. Wir warten noch. Er hat schon, wow, danke. Ich glaube, vor lauter Vorfreude hat er jetzt den Laptop aus dem Fenster geworfen und ich hätte vorgeschlagen, wir lassen es einfach signieren, Manuel. Okay. Würde ich auch sagen. Aber ich mache es trotzdem hinten. Mach das. Und sehr, sehr dezent natürlich. Und das Pfeilchen. Perfekt. So, vielen Dank. Dann noch eine Bitte an dich. Schick uns einen Screenshot von deinem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at, damit dieses wunderbare Trikot dann auch samt Wäscheschirm zu dir nach Hause geht. Habe ich extra nochmals betont. Jetzt ist das Wien da. Das ist übrigens Wien, das da imprägniert ist. Eine Idee von dir als Kunstliebhaber? Das Trikot habe ich mit ausgewählt, ja. So frech war ich damals. Aber bei den Veredelungen haben wir ein cooles Thema, die ihre Ideen einbringen und schauen immer, dass wir ein Trikot haben, was nicht nur von der Stange ist, sondern es wird veredelt. Da hinten steht Nanona nicht, für was wir stehen, wer wir sind. Es gibt hier ein Wackel-Emblem, unser Verein, unser Trikot. Ja, und so weiter und so fort. Und viele Gimmicks zum Erkunden. Das Trikot kann einiges. Ein nices Trikot, wie die Jugend heute sagen würde. Die Farbe sei nochmals betont, die Farbe hat auf jeden Fall gestimmt. Unser heutiger Gast hat auch gestimmt. Manuel, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, trotz allem. Und ich hoffe natürlich auch euch zu Hause. Wir haben einige Fragen beantwortet. Wir hoffen, es war für jeden etwas dabei. Ein bisschen Wiener Derby, bevor es dann auch in ein paar Tagen am grünen Rasen wieder soweit ist. Viel Freude noch mit Fußball heute Morgen, übermorgen und überhaupt. Nächsten Donnerstag wieder 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.